Wir feiern unseren Gottesdienst an diesem 1. Januar im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. So steht es in Hebräer 13 und mit diesem Wort ein ganz herzliches Willkommen im neuen Jahr in diesem Gottesdienst. Gott möge Sie ganz, ganz reich segnen. Wir begrüßen die, die mit uns über den Livestream verbunden sind, freuen uns, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können, wo auch immer Sie damit zugeschaltet sind. Und natürlich in diesem Gottesdienst freuen wir uns sehr, dass wir nach nur wenigen Stunden wieder zusammen sein können. Es sei dem letzten Gottesdienst, manche von uns hätten ja quasi sitzen bleiben können an dem Platz, wo Sie jetzt sind. Aber da haben Sie ganz kurz freigegeben für diese Nacht und jetzt haben wir wieder eine Chance, zusammen zu sein. Auch heute Morgen erkenne ich von hier vorne eine sehr schöne Durchmischung. Das ist gut. Also zum einen die Teilnehmer der Jugendkonferenz, die tatsächlich, ich weiß nicht in welcher Zahl, aber in großer Zahl, es geschafft haben, ihr Bett und ihr Zimmer zu verlassen und bis hierher zu kommen. Sehr, sehr gut, großes Lob und die anderen kriegen kein Lob, die sind sowieso da. Aber wir freuen uns, dass wir, gut, okay. Wir freuen uns, dass wir so das Jahr beginnen können. Das ist ein richtig guter Start ins neue Jahr. Zeit zu haben, dem lebendigen Gott zu begegnen, zu singen, zu beten, Worte von ihm zu hören. Viel besser als noch 2 Stunden im Bett. Also ganz eindeutig, merkt euch, dass für die nächsten 60, 80 Jahre, die vor euch liegen, genau richtig gute Wegbegleitung. Okay, aber auch heute Morgen denken wir, es ist gut und sinnvoll und schön, zu gucken, wer ist eigentlich da. Also ihr bekommt auch heute Morgen eine Chance, mal ganz kurz euch umzudrehen, zu schauen, in welche müden oder fröhlichen oder jungen oder alten Augen ihr da reinschaut und zu gucken, wen kann man denn begrüßen. Also ich bin für eine Minute still. Ihr habt eine Chance, euch ein wenig ein gutes und gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Ja, und damit haben ganz viele von Ihnen schon einen richtig guten Start ins neue Jahr hingekriegt, nämlich einen weiteren freundlichen Menschen kennengelernt, der mit Ihnen an Jesus Christus glaubt. Das ist doch schon mal ein guter Anfang für den 1. Januar. Sehr, sehr schön. Wir können das nachher fortsetzen, gar kein Thema. Ich möchte Sie gerne und euch gerne mit hineinnehmen, ein paar Informationen und Bekanntgaben, die dran sind. Was ist heute wichtig für die Zeit nach dem Gottesdienst? Natürlich für alle Teilnehmer der Jugendkonferenz ist wichtig, dass euer Brunch-Termin steht. Ab 11:30 ist das möglich oder um 11:30 wird gestartet. Das heißt, es ist auf jeden Fall klar, wann ich hier fertig bin. Also 11:30 ist Brunch. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dann haben wir nach dem Gottesdienst auch die Zeit, dass hier Christen präsent sind, die betend mit Ihnen ins neue Jahr hineingehen, dürfen gerne auf den einen anderen zukommen. Und wir haben auch dann wieder in Gruppenraum 1 und 2 und im Aula-Bereich Kaffee und Tee für die, die nicht zum Brunch kommen dürfen. Also haben wir unten dann die Abteilung Kaffee und Tee. Das ist das eine. Dann für diese Woche. Ich erinnere in dieser Woche daran, dass wir zum einen am Mittwoch keine Bibelstunde haben, Jugendkonferenz im Ausnahmezustand. Das zweite ist nochmal die Erinnerung, dass wir am Donnerstag, den 5. Januar, diese ganz besondere Autotransportaktion nach Karlsruhe zurück haben. Danke für all die, die sich schon gemeldet haben, sei es über die La Höhe-App, sei es direkt bei Maike Hofmann. Da fehlen aber noch Fahrer, Fahrerinnen und ihre PKWs. Also herzliche Einladung, sich noch zu melden. Ansonsten
werden wir auf euch zugehen. Also freiwillig ist schöner. Also auf euch zugehen. Von daher meldet euch jetzt noch, damit wir das richtig gut hinkriegen für den kommenden Donnerstag. Dann am Freitag. Am Freitag, am 6. Januar, haben wir Gottesdienst zum Epiphaniasfest. Morgens um 10 Uhr herzliche Einladung dazu. Dazu auch das Kindergottesdienstprogramm und gemeinsames Gebet davor um 9.40 Uhr im Gruppenraum 3. Und klar, am kommenden Sonntag, am 8. Januar, Abschluss unserer Jugendkonferenz mit Gottesdienst, mit dem gemeinsamen Gebet davor. So ist das vorgesehen. Am 8. Januar beginnt auch die Allianz Gebetswoche. Sie beginnt auch bei uns hier in Langensteinbach am 8., 9. und 10. Januar. Und in diesem Jahr ist es was Besonderes, nämlich normalerweise waren wir im vergangenen Jahr ja immer gemeinsam alle drei Abende im evangelischen Gemeindehaus. Und in diesem Jahr oder ab diesem Jahr haben wir gedacht, wir machen das so wie viele andere Allianztreffen auch. Wir gehen so von Gebäude zu Gebäude. Also man trifft sich nicht nur in einem Gebäude, sondern in den verschiedenen Gebäuden, die damit zusammen beten. Wir beginnen am 8. Januar, am kommenden Sonntag, im evangelischen Gemeindehaus in Langensteinbach, sind am Montag, den 9. Januar in Bethanien und haben den Abschluss am 10. Januar bei uns hier auf der Höhe. Also so eine richtige Runde des Gebetes von Gemeindehaus, Bethanien, La Höhe, 8., 9., 10. Januar. Herzliche Einladung, daran teilzuhaben, an diesen Gebetsabenden jeweils um 19.30 Uhr. In der darauffolgenden Woche ist ebenfalls wichtig Seniorenkreis. Das Thema der Jahreslosung steht an. Norbert Rose wird dazu sprechen. Und wir weisen jetzt schon hin auf das Wochenende 14. und 15. Januar. 14. und 15. Januar, Samstag, Sonntag, ist für uns insofern wichtig, weil zum einen das erste Tagesseminar im Jahr 2023 ansteht. Wir freuen uns, dass Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein hier sein wird, Tagesseminar halten wird zum Thema Gesund im Glauben. Heilt der Glaube, kann der Glaube gesunden? Herzliche Einladung, sich anzumelden, daran teilzuhaben. Das ist der Samstag, der 14. Januar. Und am Sonntag, den 15. Januar, haben wir unseren ersten Gemeindenachmittag in diesem Jahr. Wollen als Gemeinde gemeinsam starten in das Jahr 2023, Zeit haben, um zu singen, miteinander zu beten, freuen uns sehr darauf, neue Gemeindemitglieder begrüßen zu dürfen, die wir an diesem 15. Januar aufnehmen, wollen natürlich auch gemeinsam Kaffee trinken, wie wir es gewohnt sind. Also dieser 15. Januar, der ist wichtig. Die Neujahrslose liegen noch aus. Wir haben sie hier auf den Bistrotischen vor dem großen Saal, wir haben sie an den beiden Rezeptionen, dürfen gerne noch ein Neujahrslos sich mitnehmen oder für andere mitnehmen und so ein Wort Gottes an den Anfang des Jahres stellen. Und manch einer von uns hat mit seinem Jahreslos auch so gute, stärkende, orientierende, mutmachende Erfahrungen erlebt. Von daher liegen die noch bis zum 8. Januar hier aus. Auch an diesem Morgen wollen wir uns Zeit nehmen, um gemeinsam unseren Gott zu ehren. Wir wollen ihn ehren mit Psalmworten und wir wollen ihn ehren mit Liedern. Und ich lade ganz herzlich ein, dass wir zum Psalm aufstehen und dann miteinander Worte aus Psalm 121 an den Anfang dieses Jahres stellen und damit unseren Gott und unseren Glauben auch bekennen dürfen. Wir beten miteinander. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr riss dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Groß und herrlich. Oh.
Das nächste Lied möchten wir gemeinsam, wem es möglich ist, aufstehen.
den Bibeltext inklusive Jahreslosung, der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, lesen wir in 1. Mose 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir gemeinsam aufstehen. Ja, Vater, wie gut ist es zu wissen, dass du heute noch derselbe bist wie im letzten Jahr. Und wie gut ist es zu wissen, dass es auch dieses Jahr für dich keine Überraschungen geben wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der sich so klein gemacht hat, so klein, dass wir jetzt gerecht vor dir stehen dürfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Und dafür danken wir dir. Und wir möchten dir ganz besonders im Zuge dessen, dass wir ein neues Jahr haben, wieder unsere Kinder, die vielen, vielen Kinder hinlegen in unserer Gemeinde. Wir möchten sie dir anbefehlen und dich um deinen Segen für sie bitten, möchten dich bitten, dass du sie führst, sie leitest heute und durch ihr ganzes Leben. Selbiges bitten wir für all diejenigen in unserem Land, die regieren, die die Entscheidungen treffen, bitten dich, dass du sie führst, dass du sie leitest, dass sie weise sind. Und wir bitten dich auch für unsere Geschwister in all den Regionen dieser Welt, die nicht so frei leben und dich feiern können wie wir. Bitten dich um deine gnädige Hand, um deine Unterstützung und um deinen Frieden für sie. Und jetzt bitten wir dich um Andreas Schäfer, dass du seine Worte benutzt, dass du uns öffnest für dein Wort, dass du uns bereit machst für das, was du uns zu sagen hast. Wir laden dich ein in unsere Mitte und danken dir, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, damit wir da im neuen Jahr wissen, wo wir im Alten aufgehört haben. Wir haben in der Jugendkonferenz zwei große Bildebenen, zwei Metaphern, die uns von der Bibel her vorgegeben sind und um die es gehen soll. Das eine ist der Marathon, der Gedankengang von dem Lauf, von dem Dranbleiben, von der Kontinuität, von dem, was immer und immer wieder zu geschehen hat, nicht nur einmalig, das eine Bild. Das andere Bild ist der Gedankengang vom Garten, von der Pflanzung. Und bei der Pflanzung, bei dem Bild vom Garten, sind zwei Welten wichtig. Die eine Welt ist, in diesem Garten ist unendlich viel, sehr lange permanent zu tun. Eine Welt. Und die andere Welt, dieser Garten ist ein unglaubliches Geschenk. Ein unglaubliches Geschenk. Der ist mir gegeben. Mein Lebensgarten, mein Geschenk, meine Beziehung mit Gott, mein Sein mit Gott, mit Jesus Christus. Und in den beiden Ansprachen, die ich jetzt hatte, gestern Abend und heute Vormittag, bin ich in diesem ersten Feld unterwegs. Das zweite Feld, was in großer Permanenz in diesem Garten zu tun ist, das kommt ja dann noch. Das Jahr hat erst gerade angefangen. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Januar ist ja noch viel Zeit für die Gartenarbeit. Jetzt 31., 12., 1.1. Schwerpunkt, hallo, schau dir diesen Garten an. Schau dir das an, was dir da in Jesus tatsächlich geschenkt worden ist. Das ist so der Rahmen, damit wir ein bisschen gemeinsam unterwegs sind in diesen paar Minuten heute Vormittag. Und das eine war von gestern Abend her der Gedankengang, ich habe eine wunderbare Teilhabe an Jesus. Er lässt mich an sich teilhaben. Das ist ein ganz großes Geschenk, ein Riesenvorrecht. Und heute steht da drüber der Gedankengang, dass ich eine Würde habe, eine große Würde habe, die mir in Jesus, die mir durch meinen Gott gegeben ist. Und dieses Stichwort von der Würde, das habt im Hinterkopf, wenn noch einmal an 1. Mose 16, noch einmal an die Hagar denkt, mit allem, was so dazugehört, dann spürt ihr schon, wow, ja, richtig, das ist ja ein richtig passender, exemplarischer Text für das Thema von der Würde. Das Zweite, Demin hat es schon gesagt, in diesen Text eingepackt in 1. Mose 16, sehr passend, sehr gut, unsere, die Jahreslosung. Dieser Vers, der ausgewählt worden ist für dieses Jahr, das ist ja jetzt ja kein Mantra, das ist ja kein Dogma, das ist nicht irgendwie etwas, was vom Himmel fällt. Und das haben Personen ausgesucht als Leitwort, mit dem man sich beschäftigen kann, als Jahreslosung für dieses Jahr. Und dass das jetzt natürlich so praktisch, so gut passt, das dachte ich ja, das ist natürlich ausgezeichnet. Dass am 1. Januar wir noch so in dieser berühmten Mischung sind, noch nicht ganz im Neuen angekommen, aus dem Alten aber schon rausgeschmissen und schon so ein bisschen gucken müssen, was ist denn jetzt im Neuen dran, wie geht das denn jetzt weiter, was kommt denn auf uns zu, unter welcher Überschrift steht denn dieses Jahr 2023, wie wird es denn enden, wenn wir da einmal am Ende uns vorstellen, wo werden wir sein, am 31.12.2023, und wir wissen miteinander, einer weiß es, einer, für den es, wie du zu Recht gesagt und gebetet hast, keine Überraschung gibt, für die das ganze Jahr schon offen vor sich liegt. Und jetzt sehen wir tatsächlich hier ein ganz wunderbares biblisches Beispiel in dieser Hagar-Geschichte, ein ganz wunderbares biblisches Beispiel, wie wir in dieses Jahr hineinmarschieren dürfen, wie wir tatsächlich begreifen und verstehen, er ist mit dieser Jahreslosung einer, der unser Leben hineintritt. Und an dieser Geschichte kann man das wunderschöne Thema von der Würde sehr gut entfalten. Du bist ein Gott, der mich sieht, gesehen werden. Ah, da braucht man ja nun nicht kein Experte sein. Da geht ja eine ganze Welt von Bildebenen nur so auf. Sehen und gesehen werden, das ist alles. Wenn ich nicht gesehen werde, wer bin ich denn dann noch? Und vor allem, von wem werde ich gesehen? Und von wem werde ich wie gesehen? Das sind ja da ist alles drin, in diesem kleinen Stichwort gesehen werden. Man kann es auch umgekehrt sagen, von wem werde ich nicht gesehen? Also vielleicht unbeabsichtigt nicht gesehen. Er hat doch gar nicht begriffen, die Person, wie wichtig ich bin, aber er hat mich halt noch nicht gesehen. Aber wir kennen ja auch dieses Phänomen, das Phänomen, dass jemand mich mit Absicht nicht sieht. Das ist schon schwieriger. Oder dass ich gar nicht von ihm gesehen werden will, weil so wie er mich sieht, will ich gar nicht gesehen werden.
Oder ich bemühe mich mit großem Einsatz, dass ich von einer bestimmten Person gesehen werde, aber sie will mich mit großem Einsatz partout nicht sehen. Also das Phänomen kennen wir alle aus Restaurants zum Beispiel. Da kennen wir das. Ja? Wir sitzen gefühlt schon eine Ewigkeit da, wollen gern was bestellen, aber die betreffende Person mit einer unglaublichen Raffinesse und Geschicktheit nimmt sie so ziemlich alle 97 weiteren Personen in diesem Restaurant wahr. Nur mich, die bedeutende 98. Person, will sie partout nicht wahrnehmen. Das ist natürlich etwas Peinliches. Man räuspert sich, man winkt, man lächelt, man versucht, den Blick zu erhaschen. Und im entscheidenden Moment guckt die Person nochmal weg. Sie hat einen quasi schon gesehen, aber sie will nicht sehen. Das ist blöd. Gesehen werden, sowas Wichtiges, sowas Wichtiges. Und wir spüren das. Da braucht man nicht viel Füllung dafür. Mit dem Sehen und Gesehen werden hängt ganz viel von meinem Wert und meiner Würde zusammen. Natürlich, ist so, ist so. Und jetzt kommt hier 1. Mose 16 eine Berichterstattung. Und in 1. Mose 16 sind wir mittendrin, nein, eben gerade nicht im Leben der Hagar, die in 98 Kapiteln der Bibel entfaltet wird. Sondern wir sind mittendrin im Leben des Abraham. Hey, das ist der Mann, der ist wichtig, der steht im Scheinwerferlicht. Auf den gucken alle, auf den kommt's an. Seit 1. Mose 12, Bild, Fokus, alles dreht sich um Abraham. Das ist das Thema und nicht nur das Thema in 1. Mose 1, fortfolgende, das zieht durch das ganze Alte Testament, das ist die Erfüllung im Neuen Testament. Selbst wir nennen uns in den Spuren Abrahams glaubend, Abraham, 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 das ist das Thema. Und jetzt passiert im 16. Kapitel was Faszinierendes, nämlich plötzlich wird jemand ganz anderes in die Mitte gerückt. Es wird jemand ganz anderes in die Mitte gerückt. Und das ist das erste Stichwort, das ich euch gerne an diesem neuen Jahr mitgeben möchte. Die Frau Hagar, die Frau, die in die Mitte gerückt wurde. Die Frau, die in die Mitte gerückt wurde. Erzähltechnisch schnell erkennbar, sehr schnell erkennbar. Man hat den Eindruck, bis Vers 6 haben wir das Ganze noch unter Kontrolle. Wir sind quasi noch in dem, wie wir es gewohnt sind. Wir sind in das 16. Kapitel eingestiegen mit dem Wissen, es dreht sich ja alles um Abraham. Gut, Sarah ist auch noch wichtig. Aber eigentlich dreht sich alles um Abraham. Das ist der absolute Punkt, um den die Scheinwerfer sich zu rotieren haben. Jetzt kommt diese Geschichte mit Hagar, aber alles noch aus der Perspektive Abrahams, mit der Sarah, mit dem Eheproblem, mit dem Kind, mit der Schwangerschaft. Wir haben alles noch bis Vers 6 unter Kontrolle. Als dann tatsächlich die Hagar abhaut, denkt man, gut, es gibt eben einen gewissen Kollateralschaden, das ist in großen Geschichten so der Fall. Da können wir jetzt nicht so drauf achten. Wir haben jetzt auch mal eine Rolle reingespielt in die Szene und die wird wieder rausmanövriert. Wir kennen das ja aus den entsprechenden Szenen, aus den entsprechenden Serien. Da kommt mal so eine Person rein, die spielt für ein, zwei Folgen eine Rolle und dann ist sie plötzlich wieder weg. Ja? Und das wäre Hagar. Hagars Rolle wäre die so wumm rein, wumm raus und nachher in der dritten Staffel denkt kein Mensch mehr an Hagar. Nicht? Dann ist die wieder raus. Und jetzt merken wir, tatsächlich ab Vers 7 passiert was ganz Komisches. Ab Vers 7 geschieht nämlich das, was eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. Es heißt nämlich, der Engel des Herrn kam. Und wir sind schon alle ganz gespannt, denn wenn der Engel des Herrn kommt, dann, wow, dann geht's zur Sache. Dann kommt ja Gott persönlich, dann taucht Gott selber auf. Hinter dem Engel des Herrn taucht nicht nur irgendein Personal Gottes auf, hinter dem Engel des Herrn, das ist die Erscheinung von Jesus im Alten Testament. Da taucht Gott selber auf, Gott taucht selber auf. Und natürlich, zu wem kommt Gott? Zu wem kommt Gott? Das ist ja ganz klar, wir sind ja in der Abrahamsgeschichte. Also er kann natürlich nur ausschließlich zu wem kommen? Zu Abraham. Ja, selbstverständlich. Alle denken, und der Engel des Herrn kam zu Abraham und sagte, Abraham, du bist echt schief gelaufen. Jetzt ist gut, die Hagar ist raus. Mach dir keinen Kopf drum. Ist okay, wir machen jetzt in der Ursprungsspur weiter. Kümmere dich um Sarai, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und dann gehen wir da den Weg weiter. Der Engel des Herrn ging wieder weg. Das wissen wir alle, nein, das steht nicht da. Es steht nicht da, die Geschichte geht anders weiter, als wir sie zu erwarten hätten, da es ja eine Abrahamsgeschichte ist. Und der Engel des Herrn, fand Hagar. Das war jetzt nicht nötig. Der Engel des Herrn fand Hagar, die Frau mit der Nebenrolle. Die Frau mit der Nebenrolle. Heute Morgen haben die mir aus der Band ein schönes Beispiel gerade noch gratis geliefert, denn
Auf dieser Banddurchlauf für heute steht drauf, dass diese Abläufe, die die da bekommen haben, das ist für das L-Team. L. Man fragt sich, wofür steht L? Normalerweise sind wir das A-Team, aber das L-Team. Und L steht jetzt für Lobpreis. Ja. Aber die betreffende Person wusste das nicht und dachte, sie wäre als L-Team hier engagiert. Und wollte fragen, was muss ich tun, dass ich von L vielleicht zum K-Team werde. Ja, das wäre schon mal ein Fortschritt. Ja? Und dann muss ich mal gucken, wie viel muss ich denn noch singen, wie viele Lieder muss ich noch singen, bis ich zum A-Team werde. Und das ist ungefähr Hagar. Hagar ist das L-Team. Und das ist auch M, K ist noch viel zu gut. Die ist Q, R, S, D, irgendwo da hinten. Hallo, wer ist das denn? Wir wüssten das gar nicht von ihr. Die gehört zum Personal. Ausländerin, angestellt, Sklavin, mit durchgewurstelt. Das ist das, was wir von ihr sagen können. Und dann kann man so ein bisschen jetzt auf die soziale Tränendrüse drücken, wie die so in der Nebenrolle da ist. Aber ist einfach so. Ist so, tatsächlich. Die spielt eigentlich keine Rolle. Und jetzt ist es so, dass Gott sie in die Mitte schiebt. Man könnte ja auch so ein bisschen revolutionären Text reinmachen. Sie hat sich da durchgekämpft, so ein bisschen emanzipatorischen Charakter des Alten Testamentes. Und da hat die Frau den Abraham vom Podest gestoßen und stand dann in der Mitte. Nein, eben nicht. Eben genau das nicht. Man könnte auch dann auf Zufall und Glück machen. Man könnte auch auf Humanismus machen, durch eine freundliche, barmherzige Fügung netter Menschen kam Hagar voll zum Zug. Nein, all das nicht. Gott schiebt sie in die Mitte. Ausschließlich Gott schiebt sie in die Mitte. Gott rückt Hagar in die Mitte. Und das ist die Botschaft. Ich habe es erkämpft. Oder Menschen haben sich um mich gekümmert. Oder Gott Zufall hat mein Leben gut gefügt. Oder ich bin halt, wer ich bin. Sondern Gott rückt dich in die Mitte. Das muss man mal begreifen. Das war immer wichtig. Glaub mir, es war immer wichtig. Seit die Menschen hier rumkrabbeln auf dieser Erde, war das wichtig. Aber es ist in unserer Zeit ganz besonders wichtig. Und für die nächste Generation in unserem Gesellschaftssystem überlebenswichtig. Wie komme ich zu dem, was ich bin? Wer bin ich? Und durch wen bin ich das, was ich bin? Und wir kennen ganz gruselige Antworten unserer Zeit. Ganz, ganz gruselige Antworten. In die ihr hineinmanövriert werdet. Und die Hauptbotschaft ist, wenn ihr keine Fremdinszenierung eures Lebens wollt, wenn ihr keine Fremdinszenierung wollt, das wollen wir ja nicht, dann braucht ihr die Selbstinszenierung. Das ist die klare Antwort. Ich brauche die Selbstinszenierung. Ich inszeniere mich selbst. Ich bestimme, wer ich bin. Ich baue mich. Und das kann natürlich auch variieren. Und entsprechend mir mein Leben, mein Sein, mein Selbst, meine Identität geben. Das klingt so modern und so gut und ist so bescheuert. Weil es voll von Hybris durchzogen ist, von einer gnadenlosen Überforderung. Die Antwort statt der Selbstinszenierung ist aber nicht die Fremdinszenierung. Lass dich mittreiben vom System. Sondern die Antwort statt der Selbstinszenierung, statt der Fremdinszenierung, ist die Gottesinszenierung. Gott inszeniert dich. Du bist eine Inszenierung Gottes. Gott macht aus dir sein Stück. Merken wir, das ist eine ganz andere Denke. Das ist eine ganz andere Denke. Und wenn man das anfängt zu begreifen, zu atmen, in sich aufzunehmen, geschieht mit unserer Personalität etwas. Unsere Personalität begreift, dass ich von einer ganz anderen Autorität gesehen werde, als es überhaupt in diesem Universum eine gibt. Alle Fremdinszenierungen, die mich irgendwie bestimmen, die mir irgendeinen Wert geben können, auf den ich scharf bin, dass ich gesehen werde, oder wie ich mich selbst produziere, damit ich gesehen werde, ist alles
alles Makulatur, als wenn der Geist und die Seele die Person des Menschen erfassen. Ich bin eine Inszenierung Gottes. Ich bin eine Inszenierung Gottes. Dass es mich gibt, dass es sie gibt, dass es dich gibt, ist nicht meinem Willen zu verdanken, sondern allein dem Willen des Allmächtigen, des Schöpfers, des Himmels und der Erde zu verdanken, den wir in diesen Liedern angebetet haben. Gott wollte, dass es dich, dass es sie, dass es mich gibt. Er hat mich inszeniert. Und weil er mich in meiner Personalität inszeniert hat, hat er wunderschön hineingegriffen und bestimmt, wie diese Inszenierung ablaufen soll. Deswegen hat er mir eine Identität gegeben, deswegen hat er mir ein Geschlecht gegeben. Er hat in seinem Set 2 Ausgaben davon und die gibt er und die macht er, mit der bestimmt er und setzt er das Stück in Kraft und führt dieses Stück souverän durch. Und plant jeden Tagesabschnitt dieser Regie. Psalm 139, es ist kein Tag in deinem Leben, auch im Jahr 2023, den er nicht schon gewusst hätte und inszenieren würde. Gott rückt die Hagar in der Mitte, in die Mitte und gibt uns damit am Anfang des Jahres diese würdestiftende Botschaft. Diese würdestiftende Botschaft. Inszenier dich nicht selbst. Lass dich nicht mittreiben den Fremdinszenierungen, die man dir aufoktroyiert, sondern atme das ein mit Geist und Seele. Du bist eine Inszenierung des lebendigen Gottes. Das ist die Würde, das ist der Wert. Das nehme ich an. Ich komme aus der Produktion des lebendigen Gottes und das Drehbuch, die Regie meines Lebens führt er, der Allmächtige. Und so wird es eine unwichtige Nebenrolle, unwesentliche Frau in dem Milliardenfleischwolf der Geschichte, plötzlich in die Mitte gerückt und bekommt ihre Wertigkeit dadurch, dass Gott sie in die Mitte rückt und der Engel des Herrn zu ihr kommt und sie sucht und von der Erzähltechnik rutschen in diesem Moment die zentralen Figuren Abraham und Sarai an den Rand. Und Hagar rückt in die Mitte und über ihr steht der Engel des Herrn, Jesus persönlich. Was für ein Bild für 2023. Die Frau, die in die Mitte gerückt wurde, ist aber auch die Frau, und das ist ja das, was wir jetzt auch in der Jahreslosung haben, die gesehen wurde. Die Frau, die gesehen wurde. In diesem großen Mittelstück entdecken wir ja das, dass nun etwas passiert, was, wenn wir es wahrnehmen, so durchlässig ist, so wunderschön durchlässig ist. Da ist eine Membran, die ist durchlässig für Jesus. Da siehst du Jesus plötzlich in 1. Mose 16 stehen. Allein das hier, der Engel des Herrn, 1, 2, 3, 4, 5 Mal genannt wird, der wird richtig häufig erwähnt. Das ist eine Gewichtung, dass hier Jesus tatsächlich in diesem Engel des Herrn als der von Gott Gesandte zu der Hagar geschickt wird. Und dass er eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Dieser Engel des Herrn, dieser Jesus im Alten Testament, der wird gesandt und der hat etwas zu suchen. Er muss suchen. Hören wir das Neue Testament? Müssen wir doch hören. Im Neuen Testament kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen zu suchen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und wenn jemand verloren war, dann diese schwangere Frau, die da weggelaufen ist aus dem Sicherungsraum ihres Lebens. Und er findet, der Engel des Herrn findet. Und jetzt kommt diese typische Denke und er bringt sie mit diesem Brunnen, mit diesem Wasser zusammen. Die Zeit fehlt jetzt, alle neutestamentlichen Jesus-Wasserstellen aufzuzählen. Habt ihr selber genug im Kopf? Jesus und Wasser, das ist ein ganzes Bibelstudium. Wasser als das Symbol für das Leben. Und tatsächlich das Bild vom Gesehenwerden, da kommt es jetzt. Du bist ein Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wunderbar. Dieses Mittelstück kommt aber etwas zum Tragen,
was uns noch stärker berührt, als dass der Engel kommt, dass er sucht, dass er findet, dass er sieht, dass er das Wasser ist und gibt. Er redet. Der redet. Ich glaube, das ist für uns gar nicht so schnell erfassbar, was da eigentlich passiert. Also wir finden es doch schon faszinierend, dass der lebendige Gott mit so einem wichtigen Mann wie Abraham spricht. Schon das ist doch Wahnsinn. Gott spricht mit Abraham. Aber das ist ja Abraham. Das ist Abraham. Abraham ist ja nicht irgendwer, das ist ja nicht du und ich. Das ist der Vater des Glaubens. Das ist dieser Fels, Jesaja 51, aus dem das ganze Leben heraus des Volkes Israel gekommen ist. Wunderbar, starke Beschreibung. Aber hier spricht der Gott nicht mit Abraham. Und selbst der hatte ja nicht jeden Morgen seinen Smalltalk mit dem Lebendigen. Selbst da sind es ja die herausgehobenen Aspekte. Gott kommt zu Abraham, das ist immer ein Bericht wert. Und hier spricht Gott durch den Engel des Herrn mit dieser Hagar. Er spricht mit ihr. Sie bekommt Worte Gottes. Sie wird so stark gesehen, dass Gott anfängt zu reden. Das musst du verstehen. Mehr geht nicht. Also wenn Gott dich sieht, dann ist Sehen nicht nur mal kurz, ach, der ist ja auch da, schön weiter. Dann ist Sehen nicht nur ein barmherziger, netter Blick auf deine mickrige Existenz. Sondern Sehen geht noch weiter. Sehen heißt, er bleibt stehen und spricht, er redet. Der Höhepunkt der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott mit dir ist, dass Gott mit dir redet, dass Gott mit dir redet. Du bist ihm so viel wert, dass er mit dir redet. Und nicht nur so Wetter, wie war die Nacht, was gab es zum Frühstück, sondern die tiefsten existenziellen Fragen spricht er an. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was ist deine Vergangenheit, die dich bestimmt? Deine Kausalität? Was ist deine Zukunft? Wo willst du hin? Deine Finalität? Wo komme ich her? Warum bin ich, wie ich bin? Und wo will ich hin? Kommt Gott zu dir und spricht mit dir. Und das alles im Rahmen einer Jesus-Begegnung. Dass Jesus mit Ihnen, mit mir, die fundamentalen Fragen meines Lebens diskutiert und bespricht. Steht da. Sag, wo kommst du her? Wer bist du? Was gelaufen? Wie sieht's raus? Wo bist du gerade? Wo willst du hin? Und wir bekommen im Neuen Testament dann diese Antwort in Jesus. In Jesus haben wir die Antwort für unser Wo kommst du her? Endlich habe ich eine Antwort für Wo kommst du her? Und dann komme ich zu ihm aus meiner Vergangenheit her, mit all dem, was meine Person ausmacht, auch mit dem ganzen Schrott, was meine Person ausmacht. Und ich bin doch am 1.1. kein anderer als am 31.12. Ach, so weit sind wir schon, dass wir das wissen, dass heute Nacht kein Update stattgefunden hat. Und dann komme ich zu ihm mit meiner ganzen Vergangenheit und trete unter das Kreuz von Jesus Christus, wenn er mir sagt, wo kommst du her? Und dann stehe ich unter dem Kreuz von Jesus Christus und er vergibt mir meine gesamte Vergangenheit, allen Schrott meines Lebens. Alles getilgt. Und dann kann ich ihm sagen, ich komme von dir, Jesus. Ich komme gerade vom Kreuz. Ich komme gerade vom Zuspruch der Gerechtigkeit, die du mir gibst im Kreuz, wo du für mich und meine Schuld und mein Leben gestorben bist. Da komme ich her. Da komme ich her, Herr Jesus. Und deswegen stehe ich am 1.1. mit aufgehobenem Angesicht dir gegenüber, meinem Gott. Und danke dir, dass ich in deine Augen schauen darf, die mir Gerechtigkeit zusprechen. Und wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo willst du denn jetzt hin? Was willst du jetzt machen? Und ich sage, das ist ja klar, Herr, was soll ich denn sagen? Ich werde doch nicht mehr so
blöd sein, so bescheuert sein, irgendeine Fremd- und Selbstinszenierung jetzt weiter durchzubringen. Also das kann ich mir sparen. Ich werde das Jahr 23 jetzt nicht auch noch in die Tonne kloppen. Sondern wenn du mich fragst, wo ich hin will, dann ist das ja eine interessante Formulierung. Dann kann ich ja nur sagen, ja, du weißt es doch. Ja, du weißt doch, wo ich hin soll. Also wenn mir jemand sagen soll, wo ich hin muss, dann bist das doch du. Ja, du weißt es doch. Du hast doch einen Plan. Du hast doch eine Idee. Du weißt doch, was in dem Buch des Lebens für mich drinsteht. Für den 1.1. und die nächsten 365 Tage. Glaub, ja doch, schalt ja. 365 Tage. Ich komme zu ihm mit meiner Zukunft. Ich komme zu ihm mit meiner Zukunft. Und das ist einfach passiert. Einfach so passiert. Ohne dass diese Hagar irgendetwas dazu getan hat. Das hat sie einfach so gekriegt. Weil verstehen wir ein ganz klein bisschen, warum der Grundtenor der Jesus-Leute dankbare Freude ist. Also der Grundgedanke der Jesus-Leute ist so ein kontinuierlicher Heiligabend. Päckchen. Erinnern Sie sich? Oder haben Sie keine gekriegt? Oh, Entschuldigung. Also die meisten von uns haben doch Päckchen gekriegt. Und wenn die gut waren, dann haben sie sich doch daran gefreut. Wow, einfach so. Geschenk von netten, friedlichen, lieben Menschen. Wunderbar. Und jetzt erlebe ich das von meinem Gott. Mein Gott ist der mich beschenkt. Die Grundkonstante der Emotion, des Denkens der Jesus-Leute ist ein kontinuierlicher Heiligabend. Ich bin der Beschenkte. Danke, mein Gott, du hast mich gesehen. Ich weiß nicht, was 23 kommt, das weiß ich doch nicht, brauche ich gar nicht herumphilosophieren, das ist das Selbstredende. Aber egal unter welcher Kategorie, egal unter welchem System ich laufe, egal unter welchen Umständen ich laufe, die entscheidende Würde, die entscheidende Wertschätzung, der entscheidende Raum meines Lebens ist, ich bin gesehen. Ich bin gesehen. Da magst du komplett allein sein, in der Vereinsamung, da vor dich hindümpelnd. Da magst du mitten in einer Konkurrenzsituation sein und irgendeinen Blick versuchen zu erhaschen, um dich gut zu positionieren. Da magst du in der Lage sein, wo du gar nicht von jemandem gesehen werden willst. Und mach dir noch weitere Beispiele. Eines gilt, du bist in Jesus gesehen. Und stehst mit der Vergangenheit unterm Kreuz, mit deiner Zukunft unter seiner Leitung, mit deiner Gegenwart vor ihm. Hagar, die Frau, die gesehen wurde. Und jetzt wäre eigentlich die Geschichte aus unserer Sicht zu Ende. Man könnte es eben im Schluss noch Satz sagen. Sie kam zurück und war ganz nett und freundlich und brachte den Ismael auf die Welt. Aber das steht ja nicht da. Sonst kommt ja hier noch ein drittes nämlich dazu. Das ist eine Frau, die zur Antwort gekommen ist. Also nicht nur eine Frau, die in die Mitte gerückt worden ist und eine Frau, die gesehen worden ist, sondern es ist eine Frau, die zur Antwort gekommen ist. Denn jetzt plötzlich fängt die auch noch an zu reden. Wäre jetzt aus der maskulinen Sicht gar nicht nötig gewesen. Aber jetzt fängt sie an und sagt auch noch was. Und das ist unglaublich, denn das, was jetzt geschieht, was jetzt mit der Hagar geschieht, ist innerbiblisch die berühmte Resonanz des Glaubens. Die Resonanz des Glaubens. Der Mensch, der Würde bekommen hat, der diesen wunderschönen Garten des Glaubens geschenkt bekommen hat, der gibt Antwort. Der gibt Antwort. Es ist eine Resonanz, es ist ein Zurückschwingen, ein Zurückton. Wenn der Ton von ihm in mein Leben kommt, dann löst das eine Resonanz aus. Ich muss irgendwie reagieren. Ich kann doch jetzt nicht einfach da an dem Brunnen dumm rumsitzen und nichts sagen. Das geht doch nicht. Es ist eine Reaktion, eine Resonanz da. Und die Resonanz des Glaubens, das ist im Grunde das, was wir neutestamentlich am allerbesten mit dem Bild von der Heiligung beschreiben. Heiligung im guten neutestamentlichen Sinn ist Resonanz des Glaubens. Ich gebe mit meinem Leben
mit meinem Reden, meinem Tun, meinem Sein eine Antwort. Es tönt zurück. Es tönt zurück. Und deswegen sind das die entscheidenden Grundelemente, die geschehen, wenn ich meinen Garten für mich so wahrgenommen habe. Sie reagiert, sie antwortet, sie spricht diesen Gott mit dem Jahwe-Namen an und sie gibt ihm einen eigenen Namen. Eine heidnische, ägyptische Sklavin gibt dem Gott Abrahams einen eigenen Namen. Und wir nutzen heute diesen Namen. Irre! Wie heißt unser Gott? Unser Gott heißt der Gott, der sieht. Das haben wir jetzt nicht von irgendeiner Koryphäe. Wäre ja auch toll von Elia oder von Jesaja. Nein, wir haben es von Hagar. Du bist ein Gott, der sieht. Ein Gott, der sieht. Ah, dieses Possessivpronomen, das ist in der Übersetzung noch reingerutscht. Sachlich richtig, aber im Text noch nicht da. Du bist ein Gott, der sieht. Und dann ist ein Gott, der mich sieht, die Verstärkung. Bei Delitzsch, dem großen alttestamentlichen Ausleger, heißt es so schön in seinem alten Deutsch, das ist die Fürsehung Gottes, nicht Vorsehung. Sondern es ist ein Fürsehen Gottes. Schönes Wort. Erfindung gibt es nicht, aber ist gut. Die Fürsehung Gottes. Gott sieht für mich. Gott sieht für mich. Und das bekennt sie. Ich bekenne in der Resonanz des Glaubens, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich stehe unter deiner Fürsehung. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin unter deiner Fürsehung. Und damit bin ich auch unter deiner Nachfolge. Ich werde jetzt das tun und es gibt ja klare Ansagen und Befehle, was sie zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt dieser Frau sagt, mach, was du willst. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Von dem sie jetzt ja unter diesem Gott angekommen ist und seinen Fittichen Zuflucht gefunden hat, tut sie das, was Gott ihr sagt, was zu tun ist. Und das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Gott sagt nicht, nimm ein Ticket und fahr heim nach Ägypten. Gott sagt, geh in deine Umstände und in deinen Umständen bin ich der Fürsehung. So folgt sie ihm nach und erfährt die Erfüllung der Verheißung Gottes. Reicht das für 2023? Ja. Reicht das für das Stichwort der JK, zu leben in Würde und in Heiligung? Ja. Ja, damit kann ich tatsächlich leben. Wenn ich das weiß, er hat mich in die Mitte gerückt. Ich bin eine Gottesinszenierung. Er hat mich gesehen. Ich stehe unter dieser Fürsehung Gottes. Und er hat meine Antwort bekommen. Es gibt eine Resonanz aus meinem Leben ihm gegenüber. Jetzt haben wir das ja alles ja in der Vergangenheitsform formuliert. Das geht ja nicht. Wir müssen das ja futurisch formulieren. Natürlich. Hallo 2023. Das geht doch, oder? Das geht. Er wird mich in die Mitte rücken. Er wird mich in die Mitte rücken. Er wird seine Gottesinszenierung bei Ihnen und bei mir durchführen. Er wird mich sehen. Er wird mich sehen. Und er wird meine Antwort bekommen, die Resonanz. Nee, futurisch ist schlecht. Und damit verschiebe ich das ja auf Februar, November. Also, nee, ich muss es nochmal anders sagen, richtig? Ich muss es präsentisch sagen. Heute rückt er mich in die Mitte. Heute rückt er mich in die Mitte. Heute keine Fremd- und Selbstinszenierung, sondern die Gottesinszenierung. Heute, 1. Januar, Gottesinszenierung. Er rückt mich in die Mitte. Heute, er sieht mich. Er sieht mich. Heute,
Er bekommt die Resonanz. Er bekommt die Antwort. Und mit den Vorgaben darf ich von ganzem Herzen sagen, seid ihr über die Maßen reich gesegnet in Christus und werdet als Gesegnete auch für andere ein Segen sein. Gott mit uns in 2023. Amen. Ich bete. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir wollen das noch einmal ein paar Gebetsworte versuchen einzufassen, was uns berührt an diesem Morgen. Wenn wir das hören von dem Bericht dieser Frau im Alten Testament und wir dir von ganzem Herzen am Anfang dieses Jahres darüber die Ehre geben dürfen, dass du uns das geschenkt hast, dass wir mit unserem Leben nicht unsere eigenen Inszenierungen, die den Fremdinszenierungen verkommen müssen. Sondern dass wir da ankommen dürfen, zu begreifen, zu erfassen, es zu denken, es zu spüren, es zu leben. Dass du, der lebendige Gott, unser Leben inszenierst. Hab von Herzen Dank dafür, dass wir bei dir in die Mitte gerückt werden. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns in Jesus so gesehen hast und dass du uns deine heilsamen, rettenden Worte gegeben hast, dass unsere Vergangenheit gedeckt ist durch das Kreuz von Jesus Christus, unsere Zukunft bestimmt ist durch deinen Willen, wir vor dir stehen dürfen, deine Worte hören und in diesen Worten leben dürfen. Dank dafür, für dieses Gesehenwerden durch dich. Und wir wollen es dir sagen, wir wollen es dir von Herzen sagen, mit klarem Geist sagen, dass es diese Resonanz des Glaubens geben wird. Und wir bitten dich, dass kein Tag vergeht in diesem neuen Jahr, an dem du nicht auch diese Resonanz unseres Glaubens im Bekenntnis, in der Nachfolge, in der Erfahrung der Umsetzung deiner Verheißungen von uns bekommst. Wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir für unsere Würde. Wir danken dir für dich, unseren Gott in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir so in dieses neue Jahr hineingehen können und nicht anders Schritt für Schritt gehen müssen, als unter deinen wunderbaren Augen, die uns sehen. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte, nimm Platz. Wir wollen unseren Gott ehren. Ehren mit Liedstrophen von Großer Gott, wir loben dich.
Wir stellen uns unter den Segen und wem es möglich ist, den bitte ich dazu und zu den zwei Schlussstrophen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Allen einen gesegneten Neujahrstag und einen guten Start in die erste Woche des neuen Jahres, in der er uns sieht.